Schau mal, Leute, wir haben Streicheldechsen gefunden. Und noch mehr Viecher. Hui. Auf dem fetten Jump. Schaut ihn euch an. Wo bin ich hier schon wieder? Am Secret Spot, den ich euch wieder nicht verraten darf, wo der ist. Er zeigt mir hier wundervolle Gegebenheiten der Wald-Mountainbike-Struktur mit Wellen und Sprüngen. Ich darf euch heute nichts sagen, wo das ist. Das ist wieder Secret, aber wenn ihr solche Spots auch kennt, könnt ihr mir die gerne zukommen lassen auf Insta, dann komme ich da auch vielleicht mal hin. Also das ist natürlich der Zusatz zu den ganzen öffentlichen Spots, die ich halt immer dann verlinke auf Google Maps und so. Junge! Leute, ich kenne die Strecke doch gar nicht. Das ist natürlich wieder hier Geist, weil man sich die Strecke nicht angeschaut hat. Boah, Leute. Drop, Alter, wie schwirrt der denn da noch? Dieser Sand, Alter. Ja, das ist so sandig. Alter, rutscht du da weg? Stinkende Bombe. Boah. Oh, Alter, dieser Sand. Junge, du rutschst da so weg. Also wir sehen hier nochmal den Kashima Code. Und dein Fazit von heute ist, es ist sehr, sehr sandig, oder? Ja. Boah, Junge. Alter. Das schafft man niemals. Alter, ja gut, das wäre ja schon fahrbar, aber Junge, ich habe ja gar keinen Schwung gehabt. Junge, schau dir das mal an hier. Da kannst du nicht fahren. Ja Leute, also das wird heute ein wenig schwierig da zu fahren. Also wir versuchen das Beste hier rauszumachen aus diesem Secret Spot. Ihr seht auf jeden Fall, der ist krass. Ich weiß halt überhaupt nicht, welche Kurvenrichtung meine Brabseiten wäre. Boah, schauen wir mal, wie es von hier geht. Dann für. Oh Gott, oh, ich kann das nicht. Was ist hier? Ach, das ist bloß ein Weg. Was machen wir hier schon wieder? Wie Sie sehen. Da unten ist die Straße, Leute. Digga, da kannst du noch nicht runterfahren. Doch. Hier sehen Sie den Wuppitz, der macht gerade einen Trackwalk hier auf unserer super steilen Abfahrt. Hier kannst du gefühlt nur runterrutschen. Ich glaube, hoch kommst du nicht mehr, du musst außen rum. Ja, wir versuchen mal gleich hier runterzufahren. Oh! Also die Kurve hier, wenn wir packen, halt links in den Hang reinfallen. Digga, wie soll ich jetzt da wieder hochkommen? Boah, ich will da nicht runter. Eigentlich auch nicht. Oh je, jetzt wird's erst recht nichts mehr. Oder so. Jo. Oh ja, Alter. Er fährt einen Meter. Ich fahr schon mal runter. Nein. Oh fuck, ich bin eingeklemmt. Oh, oh, ich hab da vor. Oh, leck. Ich möchte ja gern mal reindroppen, aber irgendwie. Oh. Also Respekt an dich, dass du das geschafft hast. Faustbombe. Ehrenfisch. Snern. Schlange. Ein Würmchen. Die kommt besser den Berg runter wie ich. Ach. Olaf, der Viechhalter. Bring ihn mal hier rein. Ein Wurm, der fett ist. Ja, der setzt ein wenig rein da. Hui. Hui. Ja, fort einfach so. Ui. Ja. Die ist riesig. Hallo. Ui. Ja, kein Bock. Oh. Oida.
So, wir sind jetzt hier bei dieser Secret Line, wo wir schon waren. Da unten sind Eidechsen. Da war gerade Schlangen, gell? Ja, wir müssen jetzt mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie sich das fahren lässt. Ich habe echt Schiss. Ich rolle jetzt einfach mal den ersten und fahre dann einfach mal an, weil ich da mich nicht komplett zerschieße, Leute. Alter Verwalter. Nee, 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 nee. Alter! Diese Teppich! Alter, die rutschen ja wie Hölle! Das kannst du so vergessen, Alter. Ich versuche mich da reinzupressen und dann geht er weg. Der sieht geil, und hinten, da hinten kommen die besseren. Komm mal mit. Ja gut, der da haut halt rein. Ja. Alter. Also den finde ich zum Beispiel nicht so schlimm wie den ersten jetzt schon mal, sag mal. Alter, das sieht immer so böse aus. Alter. Jo, geil, Alter. Ja, so muss das sein. Oh, Eidechsen. Ja, wir haben hier Eidechsen. Wir haben eine Scheiße. Schau mal, da ist der Mann wieder. Jo. Wir gehen jetzt hier gerade mal hoch. Hier ist der ganze Weg. Junge, was ist das hier für ein Paradies, Alter? Das ist schon einer der geilsten Spots, den ich bis jetzt hier gesehen habe. Aber irgendwie kann das keiner mehr von uns fahren. Was ist das hier? Einfach ein Minenschacht. Ja, Junge. Ja, okay, hier fängt's an. Hier fährt keiner mehr. Alter, das ist einfach eine Hip. Schau dir das an. Hierher und da runter zu dir. Hört das mal auf. Das hört nicht auf. Kann man wieder mal ein Bike holen, einfach zum Runterrollen. Fürs Feeling. Ach Junge, schau mal, da sind wieder so einfache. Vor allem so ein Casepad. Es ist halt immer noch gut geshaped. Walk around. Du hast es noch nie hier oben angeguckt. Das hört nicht auf. Und Leute, immer so eine Steinplatte in dem Absprung. Dass der nie stumpf wird. Leute. Ist einfach der Start. Junge. Stell dir vor, du fängst hier an. Schau dir das mal an, wie chillig. Alter, das ist so chillig. Das ist ja mega chillig. Es geht voll klar. Ja. Schau mal an, boah. Genau, hier anfahren. Dann kommt das Viech. Die Hip, Alter. Jeder fällt hier fast runter. Ja, die Hip ist halt schon hart. Dann hier wieder voll der Baum. Dann hier wieder. Kranker Scheiß, Leute. Ach hä, hey, hier ist nochmal so einer. Yo! Alter! War ein bisschen hacklastig, ne? 1, 2... Jo, 5, 3, 4, 5... Das sind locker schon 10. Digga, wie ich mich hier anlehnen muss. Leute, hinter mir ist ein Baum. Hier. Oh, und hier kommen die gleich. Bumm. Oh! Alter! Das Rad steht. Oh je. Wow. Oh. Oh Mann, ihr seht es auf jeden Fall, es geht hier übel ab in diesem Spot. Links, rechts, überall voll. Das ist so krass. Es wäre halt leichter, den einfach zu springen, weil du dann halt einfach rüberkommst. Und so kurz kannst du doch da gar nicht kommen. Aber ganz ehrlich, ich bin doch das irgendwie schon gewohnt. Ach, warum passt denn das nicht? Alter, Leute, das ist jetzt echt. Ich fahre den jetzt nur dreimal an, ganz ehrlich. Alter, der Teppich. Ist ja schön, ob der nicht ist. Ah, irgendwas passt da nicht. Alter. Mann, verpiss dich! Schnell weg hier! Ja, kann ich bloß sagen, das ist ein sehr krasser Secret Spot mal wieder. Ich kann euch leider nicht sagen, wo das ist, aber ihr könnt mir gerne weiterhin solche Sachen schicken. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Aber ihr seht, wir haben alle die gleichen Probleme. Es gibt zwei, drei Leute, die fahren übel alles durch, sind übrigens 16 Jahre alt, die anderen sind also 30 oder 20 oder was weiß ich. Und immer an den gleichen Problemen scheitert es. Sowas Leichtes, wieder unten können sie alle fahren. Das da oben kann man wieder fahren, das da kann man nicht fahren. Das ist immer irgendwo. Aber ich finde es cool, dass es sowas hier gibt. Hol die. Los, hol die, fang sie. Ja wie, Alter, die sind richtig schnell. Los, los, du hast die. Ja, nein, 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 meine Speichen. Boah, der Rucksack springt da hinten.